Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. 13. April 2019. Die alten Mayas haben ein ganz präzises Kalendersystem ausgearbeitet. Leider wurde ein Teil zerstört durch die Inquisition, aber immerhin ein Teil erhalten geblieben und das möchte ich näher bringen. Auch wenn das für uns erstmal fremdartig erscheint, sie beschreiben die Qualität des Tages, auch die wiederkehrenden Zyklen. Wir befinden uns im 10. Welle in diesem Maya-Kalender. Diese Wellen sind Töne oder Frequenzen, Schwingungen. Und diese 10. Welle dauert bis 19. April 2019. In dieser Zeit bekommen wir Erkenntnisse. Es klärt sich etwas auf. Es erscheint Polarität, Licht und Schatten. Aber hilft uns etwas bereinigen und klären, negative Einflüsse auflösen und die Kraft zu bleiben und diesem inneren Kraft zu entdecken, dass wir dieses Feuerelement verspüren, diese Kraft und Mut zu haben, mit dieser Energie dann weitermachen und dass wir erkennen die Probleme, auch die Hindernisse, dass wir das auflösen können und finden die inneren Gleichgewicht, die inneren Balance. Es wird etwas gespiegelt. Wir haben jetzt diese Wahrnehmung. Wir werden das erkennen und etwas klären, bereinigen. Und in dieser Zeit achten wir auf unseren Gefühlen, in inneren Ruhe, in inneren Gleichgewicht bleiben. Wir werden auch einen Standpunkt einnehmen und überlegen, was brauchen wir wirklich, was sind unsere Bedürfnisse. Den heutigen Tag haben wir die Zahl 7, der 7. Tag in dieser 10. Welle. Und diese Zahl 7, so wurde das gezeichnet von Mayas, bedeutet Reinheit, Klarheit, Erkenntnissen, eine göttliche Quelle und das spiegelt etwas und das ist die Licht, was etwas entweder in Öffentlichkeit bringt, etwas klärt, dass wir die Augen öffnen, etwas genau untersuchen, etwas genauer anschauen. Die heutige Kraftfell ist Kan und das bedeutet Samen. Wir pflanzen etwas ein und das heißt, wir fangen etwas Neues an. Wir brauchen aber die Geduld, bis das Früchte trägt. Bedeutet, diese Kraftfeld kann auch Netz miteinander vernetzt zu sein, die Kontakte pflegen und handeln, spinnen, weben heißt es auch, also ausdehnen etwas, miteinander vernetzt zu sein. Und das bedeutet auch Handeln, Entwicklungen und Kreativität, kreative Ideen, kreative Gedanken verbreiten, miteinander kommunizieren und die Samen etwas Neues starten, was später natürlich Früchte trägt. Nicht sofort, wir brauchen ein bisschen Geduld dazu. Die heutige Mondenergie ist Ok und bedeutet übersetzt Hund. Und das ist auch die Krafttier bei diesem Energiefeld. Und das heißt Liebe, Vertrauen, Loyalität, Freundschaften, innere Wahrheit und Stärke. Und das war die heutige Information über diese Maya-Kalender. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Thema ist Kindheit
und das innere Kind. Warum ist es so wichtig, diese Themen ansprechen? Weil Kindheit, Kindheitserinnerungen haben wir alle. Und es begleitet uns bis zu unserem Lebensende, beeinflusst unserem Leben, unserem Gedanken und unserem Gefühlen und hat einen Einfluss auf unsere berufliche Zukunft, aber nicht nur dort, sondern beeinflusst unsere Beziehungen, weil oft wiederholt sich die gleiche Muster, nicht nur bei uns, sondern bei unserem Partner oder bei Männern, bei der Partnerin. Also das sind oft dieselbe Muster, was wir erlebt haben im Kindheit. Wir ziehen so ähnlichen Partner an, was der Vaterbild ist oder die Männer ähnlichen Partnerin, wie die Mutterbild ist. Und das sollte man auch klären, jeder mit sich selbst klären. Und dass wir mehr Verständnis haben, warum oder verstehen wir, warum ist diese Beziehung so, wie das ist, warum läuft es nicht rund. Woran liegt die Hund begraben? Oft ist es die Kindheit. Und darüber habe ich ein Klärungsvideo gemacht. Ich veröffentliche dieses Klärungsvideo nicht. Wenn ihr Interesse daran habt, wirklich ernsthafte Interesse, dann bekommt ihr den Link dazu. Dieses Klärungsvideo ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Diese Klärungsvideo ist kostenlos. Dann bekommt ihr den Link dazu, dann schaut euch an, was sagt euch das aus. Und dann bin ich sicher, ihr habt mehr Verständnis an euren Partner oder klärt sich vieles auf. Warum ist die Beziehung so und erkennt ihr die Muster von der Kindheit, entweder an euren Kindheit oder die Kindheit von euren Partner oder Partnerin. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.